Zweites Kapitel. Die Durchquerung der Sümpfe. Gollum ging schnell, Hals und Kopf vorgestreckt, nicht selten auch auf allen Vieren. Frodo und Sam hielten nur mühsam Schritt, aber er schien nun nicht mehr an Flucht zu denken, und wenn sie zurückblieben, schaute er sich nach ihnen um und wartete. Nach einer Weile kamen sie an den Rand der Bodenspalte, an der sie schon einmal umgekehrt waren, aber nun waren sie weiter weg von den Bergen. »Hier ist es«, rief Gollum. »Unten drin ist ein Weg. Ja, dem folgen wir jetzt. Dort hinaus.« Er zeigte nach Südosten in die Richtung der Sümpfe. Deren Dunst stieg ihnen schon in die Nasen, dick und faulig, selbst in der kühlen Nachtluft. Gollum lief am Rand der Spalte hin und her, und nach einer Weile rief er sie herbei. »Hier kommen wir hinunter. Sméagol ist den Weg schon gegangen. Hier bin ich gegangen, wo die Orks mich nicht sehen konnten.« Er kletterte voran, und die Hobbits folgten ihm in die Finsternis hinab. Es war nicht schwierig, denn die Rinne war an dieser Stelle nur etwa 15 Fuß tief und etwa 12 Fuß breit. Auf dem Grund floss Wasser. Dies war das Bett eines der vielen kleinen Bäche, die von den Bergen herabrieselten und die stehenden Gewässer und Sümpfe der Niederung speisten. Gollum wandte sich nach rechts, ungefähr nach Süden, und platschte voraus durch den seichten, steinigen Bach. Eine lange Zeit, wie es schien, weil den Hobbits die Füße immer schwerer wurden, stolperten sie die dunkle, gewundene Rinne entlang. Sie bog nach Osten ab und wurde allmählich breiter und flacher, je weiter sie kamen. Schließlich erblasste der Himmel zum ersten Morgengrau. Gollum hatte bisher kein Zeichen von Müdigkeit erkennen lassen, aber nun blickte er auf und blieb stehen. »Tag ist nah«, flüsterte er, als ob der Tag etwas wäre, das ihn belauschen und überfallen könnte. »Sméagol bleibt hier. Ich bleibe hier. Dann kann mich die gelbe Fratze nicht sehen.« »Wir würden die Sonne mit Freuden sehen«, sagte Frodo. »Aber wir bleiben auch hier. Wir sind einstweilen zu müde, um noch weiterzugehen.« »Ihr seid nicht gescheit, euch über die gelbe Fratze zu freuen«, sagte Gollum. »Sie verrät euch. Liebe, vernünftige Hobbits bleiben bei Sméagol. Orks und üble Gestalten sind unterwegs. Sie können weit sehen. Bleibt und versteckt euch mit mir.« Alle drei ließen sie sich an der felsigen Wand der Rinne zur Rast nieder. Die Wand war nun so niedrig, dass ein großer Mensch fast hätte über den Rand sehen können, und auf dem Grund standen breite, trockene Steinplatten hervor. Das Wasser floss durch einen kleinen Graben auf der anderen Seite. Frodo und Sam setzten sich auf eine der Platten und lehnten den Rücken an die Wand. Gollum planschte im Graben herum. »Wir müssen etwas essen. Hast du Hunger, Sméagol? Wir haben sehr wenig, aber etwas können wir dir abgeben.« Das Wort »Hunger« entfachte ein grünliches Leuchten in Gollums wässrigen Augen, und sie schienen weiter denn je aus seinem schmalen, hohlwangigen Gesicht hervorzutreten. Für einen Moment fiel er wieder in seine alten Gollum-Manieren zurück. »Einen Hunger haben wir, ja, so einen Hunger, mein Schatz. Was ist es, was sie essen? Schöner Fisch!« Seine Zunge sprang zwischen den gelben Zähnen heraus und leckte an den farblosen Lippen. »Nein, Fisch haben wir nicht. Wir haben nur dies.« Frodo hielt eine Lembaswaffel hoch. »Und Wasser, sofern das Wasser hier trinkbar ist.« »Ja, schönes Wasser. Trinkt es, solange wir können. Aber was ist das, was Sie da haben, Schatz? Schmeckt es?« Frodo brach ein Stück von einer Waffel ab und gab es ihm auf dem Blatt, in dem es eingewickelt gewesen war. Gollum schnupperte an dem Blatt und verzog das Gesicht. Ein Krampf des Abscheus ging darüber hin, mit einem Anflug von eingefleischter Bosheit. »Sméagol riecht es«, sagte er, »Laub aus dem Elbenland. Bäh, es stinkt. Er ist auf solche Bäume geklettert und konnte den Geruch gar nicht mehr von den Händen abwaschen.« Er ließ das Blatt fallen, nahm ein Eckchen Lembas und knabberte daran. Sofort spuckte er es wieder aus und bekam einen Hustenanfall. »Ihr wollt den armen Sméagol ersticken. Dicken Staub und Asche, das kann er nicht essen. Er muss hungern. Aber macht nichts. Sméagol hat versprochen. Sméagol wird hungern. Hobbitfutter kann Sméagol nicht essen.« »Es tut mir leid«, entschuldigte sich Frodo. »Aber dann kann ich dir leider nicht helfen. Ich glaube, dieses Futter würde dir gut tun, wenn du es nur probieren wolltest. Aber vielleicht kannst du es nicht mal probieren. Wenigstens noch nicht jetzt.« Die Hobbits aßen ihr Lembas schweigend. Sam fand es irgendwie schmackhafter als in letzter Zeit. Gollums Abscheu hatte ihn auf den Geschmack erst wieder aufmerksam gemacht. »Hör mal«, sagte Sam zu Frodo, flüsternd, aber nicht allzu leise, denn eigentlich war es ihm egal, ob Gollum ihn nun hörte oder nicht. »Wir müssen etwas schlafen, aber nicht beide zugleich.
Solange dieser hungrige Halunke in der Nähe ist, versprechen hin, versprechen her. Ob Smirgol oder Gollum seine Gewohnheiten wird er nicht von jetzt auf nachher ändern, möchte ich wetten. Du schläfst zuerst, Herr Frodo. Und ich wecke dich, wenn ich die Augen nicht mehr aufhalten kann. Immer abwechselnd, wie bisher schon, solange er frei herumläuft. So müde war Frodo, dass ihm fast gleich nach diesen Worten der Kopf auf die Brust sank. Auch Gollum schien keinerlei Befürchtungen mehr zu hegen. Er zog die Beine an den Leib und schlief rasch ein, ganz unbekümmert. Sam kratzte sich am Kopf. »Ich muss wohl wirklich auch schlafen«, murmelte er. »Und wenn ich wie er wäre, würde er nicht wieder auftauchen.« Er unterdrückte die Gedanken an sein Schwert und an das Seil, die ihm in den Sinn kamen, und setzte sich wieder neben Frodo. Als er erwachte, war der Himmel über ihm trüb, nicht heller, sondern dunkler als während ihres Frühstücks. Er sprang auf. Nicht zuletzt an einem Gefühl der Frische und an seinem Hunger erkannte er, dass er den ganzen Tag verschlafen hatte, mindestens 9 Stunden. Frodo lag ausgestreckt auf der Seite, noch immer fest schlafend. Gollum war nicht zu sehen. Allerlei vorwurfsvolle Schimpfnamen aus dem reichen väterlichen Wortschatz fielen ihm ein, mit denen der Ohm ihn bedacht hätte, aber dann sah er auch, dass der Chef recht behalten hatte. Im Augenblick gab es nichts, wovor sie hätten auf der Hut sein müssen, jedenfalls waren sie beide noch unerwürgt und am Leben. »Nee, was machst du da?« rief Sam, dessen Argwohn bei Smirgols Anblick sogleich wieder erwachte. »Smirgol hat Hunger«, sagte Gollum. »Bin gleich wieder da. Sofort kommst du zurück. Hey!« Aber Gollum war verschwunden. Frodo, von Sams Geschrei wach geworden, setzte sich auf und rieb sich die Augen. »Irgendwas los? Wie spät ist es?« »Weiß nicht. Nach Sonnenuntergang, denke ich. Und er ist weg«, sagte er, »hat Hunger.« »Keine Sorge. Nichts zu machen. Der kommt schon wieder, wirst sehen. Sein Versprechen hält er noch eine Weile und sein Schatz lässt er sowieso nicht aus den Augen.« Frodo nahm es leicht, als er hörte, dass sie stundenlang fest geschlafen hatten, Seite an Seite mit dem ungefesselten und noch dazu hungrigen Gollum. »Sind wir ausgeruht?«, fragte Gollum, als er wiederkam. »Fertig zum Weitergehen? Die lieben Hobbits schlafen schön. Traut ihr Smirgol jetzt?« »Sehr gut. Sehr gut.« Das nächste Stück Weges war nicht sehr viel anders als das letzte. Die Rinne wurde, je weiter sie kamen, immer flacher, das Gefälle schwächer. Der Boden wurde weicher und weniger steinig, und die Wände an den Seiten schrumpften allmählich zu niedrigen Böschungen zusammen. Der Weg wand sich hin und her, allmählich ging die Nacht zu Ende, aber Wolken hingen nun vor Mond und Sternen, und dass der Morgen nahte, merkten sie nur an der langsamen Zunahme des dünnen grauen Lichts. In der kühlen Morgenstunde kamen sie ans Ende des Wasserlaufs. Aus den Böschungen wurden bemooste kleine Hügel, der Bach fiel glucksend über die letzte Stufe von zerfallendem Stein und verlor sich in braunem Morast. Trockenes Schilf zischte und raschelte, obwohl sie keinen Wind spürten. Vor ihnen und zu beiden Seiten lagen nun große Moore und Sümpfe, die sich im trüben Zwielicht weit nach Süden und nach Osten erstreckten. Nebelschwaden kringelten sich über dunklen, dampfenden Pfuhlen, drückend hin ihr Gestank in der unbewegten Luft. Weit entfernt noch, fast genau im Süden nun, sahen sie die Bergwelle von Mordor wie eine schwarze, gezackte Wolkenwand über einem gefahrvollen, nebelverhangenen Meer. Die Hobbits waren nun ganz in Gollums Hand. Sie wussten nicht und konnten in dem dunstigen Licht auch nicht abschätzen, dass sie sich erst am Nordrand der Sümpfe befanden, deren Gebiet sich zum größten Teil südlich von ihnen erstreckte. Hätten sie das Land gekannt, so hätten sie eine gewisse Verzögerung in Kauf nehmen, ein Stück weit zurückgehen und sich dann nach Osten wenden können, wo sie auf festen Straßen die kahle Ebene von Dagorlad erreicht hätten, das alte Schlachtfeld vor den Toren von Mordor. Ihre Aussichten dort wären freilich nicht sehr gut gewesen. Auf der steinigen Ebene gab es keine Deckung, und darüber hin führten die Straßen für die Orks und die Söldner des Feindes. Selbst ihre Mäntel aus Lorien hätten sie nicht allen Blicken entzogen. »Welchen Weg schlagen wir nun ein, Smirgol?«, fragte Frodo. »Müssen wir diese stinkenden Sümpfe durchqueren?« »Nicht nötig. Gar nicht nötig. Nicht, wenn Hobbits auf schnellstem Wege zum dunklen Gebirge und zu ihm gelangen wollen.« Er schwenkte seinen dünnen Arm nach Norden und Osten. »Viele von seinen Leuten halten dort Ausschau nach Gästen und werden sie mit Vergnügen gleich zu ihm bringen. Oh ja, sein Auge blickt immerzu in diese Richtung. Smirgol hat's dort erwischt. Vor langer Zeit.« Gollum bebte. »Aber seitdem hat Smirgol selbst seine Augen gebraucht. Ja, ja, seitdem verlässt er sich auf seine Augen, seine Füße und seine Nase. Folgt Smirgol ganz genau.«
Dann könnt ihr weit kommen, ehe er euch einfängt. Ja, vielleicht. So verging der dritte Tag ihres Marsches mit Gollum. Bevor die Abendschatten in glücklicheren Ländern lang wurden, machten sie sich wieder auf, immer weiter, mit nur kurzen Pausen. Diese legten sie nicht so sehr um der Rast willen ein, als vielmehr um Gollum zu helfen, denn inzwischen konnte selbst er sich nur noch mit großer Behutsamkeit vorwagen, und manchmal wusste er eine Zeit lang nicht weiter. Sie waren nun in der Mitte des Sumpflandes, und es war dunkel. Sie gingen langsam, gebückt, dicht hintereinander und richteten sich in jeder Bewegung genau nach Gollum. Das Moor wurde immer feuchter, durchbrochen von großen Teichen stehenden Wassers, und immer schwerer wurde es, festeren Boden zu finden, auf den man den Fuß setzen konnte, ohne in glucksendem Schlamm einzusinken. Alle drei Wanderer waren leicht, sonst wären sie wohl kaum durchgekommen. Bald wurde es völlig dunkel. Die Luft selbst schien schwarz zu sein und zu dick zum Atmen. Als Lichter auftauchten, rieb Sam sich die Augen. Er glaubte, in seinem Kopf gehe es drunter und drüber. Zuerst sah er eines aus dem Winkel des linken Auges, ein blass schimmerndes Schweiflicht, das gleich wieder verschwand. Aber bald sah er andere, manche wie trüb leuchtende Rauchwölkchen, andere wie umnebelte Flammen, die langsam über unsichtbaren Kerzen flackerten, und wieder andere zuckten und wandten sich wie Hemden von tanzenden Gespenstern. Keiner seiner beiden Gefährten sagte ein Wort. Endlich hielt Sam es nicht länger aus. »Was ist das alles, Gollum? Diese Lichter! Jetzt sind sie rings um uns! Sind wir in eine Falle gegangen? Wer ist das?« Gollum blickte auf. Eine dunkle Wasserfläche lag vor ihm, und er kroch auf dem Boden hin und her, um den richtigen Weg zu finden. »Ja, sie sind ringsum. Irrlichter, Leichenkerzen. Ja, ja. Schau nicht hin. Achte nicht auf sie.« Frodo war wieder zurückgeblieben. Sam konnte ihn nicht sehen. Er kehrte um, wagte aber im Dunkeln nicht weiter als einige Schritte zu gehen oder lauter als in einem angestrengten Flüsterton zu rufen. Plötzlich stieß er an Frodo, der in Gedanken verloren dastand und zu den blassen Lichtern hinsah. Die Hände hingen ihm steif an den Seiten. Wasser und Schlamm tropften von ihnen ab. »Komm her, Frodo«, rief Sam. »Schau nicht zu denen hin. Gollum sagt, wir sollen's nicht. Sehen wir zu, dass wir mit dem Schritt halten und so schnell wir können aus diesem verfluchten Sumpf herauskommen.« »Schon gut«, beschwichtigte Frodo ihn, wie aus einem Traum erwachend. »Ich komme. Geh voran.« Sam stolperte, als er wieder vorwärts eilte, blieb mit dem Fuß an einer alten Wurzel oder einem Grasbüschel hängen. Er fiel schwer auf seine Hände, die tief in den weichen Morast einsanken, wobei sein Gesicht dicht über die Oberfläche des dunklen Teiches kam. Er hörte ein leises Zischen, ein widerlicher Geruch stieg auf, die Lichter flackerten, tanzten und wirbelten. Für einen Moment sah der Wasserspiegel unter ihm wie ein Fenster mit einer schmutzigen Glasscheibe aus, durch die er hineinblickte. Er wand seine Hände aus dem Schlamm los und sprang mit einem Aufschrei zurück. »Da liegen Tote drin! Tote Gesichter im Wasser!« Gollum lachte. »Ja, die Totensümpfe, so heißen sie. Man soll nicht hinsehen, wenn die Kerzen brennen.« »Wer sind die Toten? Was sind sie?« fragte Sam mit Schaudern zu Frodo umgewandt, der nun hinter ihm herkam. »Ich weiß es nicht«, flüsterte Frodo mit traumbefangener Stimme. »Aber ich habe sie auch gesehen, in den Tümpeln, als die Kerzen brannten. Sie liegen alle in den Tümpeln mit bleichen Gesichtern, tief unterm dunklen Wasser. Ich habe sie gesehen. Finstere und böse Gesichter, edle und traurige. Viele waren stolz und schön, mit krautem Silberhaar. Aber alle vermodert, alle verwest, alle tot. Ein böses Licht brennt in ihnen.« Frodo hielt sich die Hände vor die Augen. »Ich weiß nicht, wer sie sind, aber ich glaubte, Menschen und Elben zu sehen, Seite an Seite mit Orks.« »Ja, alle tot, alle vermodert. Elben und Menschen und Orks, die Totensümpfe. Große Schlacht vor langer Zeit. Ja, hat Smeagol gehört, als er noch jung war, bevor der Schatz kam. War eine große Schlacht. Baumlange Menschen mit langen Schwertern und entsetzliche Elben und johlende Orks. Tagelang, monatelang haben sie auf der Ebene vor dem Schwarzen Tor gekämpft. Aber seitdem sind die Sümpfe gewachsen, haben die Gräber verschlungen. Kriechen und kriechen immer weiter.« »Aber das ist mindestens ein Zeitalter her«, sagte Sam. »Die Toten können doch nicht mehr wirklich da sein. Ist das irgendeinem schwarzen Land ausgeheckte Teufelei?« »Smeagol weiß es nicht«, antwortete Gollum. »Man kann sie nicht erreichen, kann sie nicht berühren. Wir haben es einmal versucht. Ja, Schatz, haben es versucht.«
Er kroch nach rechts auf der Suche nach einem Weg um den Teich. Die Hobbits hielten sich dicht hinter ihm, gebückt und oft auf allen Vieren wie Gollum. Endlich kamen sie an den letzten Zipfel des schwarzen Teichs und überquerten ihn unter Gefahren, kriechend oder von einer tückischen Grasinsel zur nächsten springend. Oft rutschten sie aus, traten fehl oder stürzten mit den Händen voran ins jauchige Wasser und stanken bald einer wie der andere, fast bis zum Hals beschmiert mit Schlamm und Schleim. Es war schon spät in der Nacht, als sie endlich wieder festeren Boden erreichten. Gollum zischte und flüsterte vor sich hin, aber man merkte, dass er mit sich zufrieden war. Auf rätselhafte Weise, dank einer Verbindung von Tast- und Geruchssinn, gepaart mit einem unheimlichen Gedächtnis für Formen im Dunkeln, schien er sich nun wieder darüber im Klaren zu sein, wo er sich befand und welchen Weg er einschlagen müsste. »Weiter geht's«, rief er. »Liebe Hobbits, sehr müde, klar, sind wir alle, mein Schatz, wir alle. Aber wir müssen den Schiff von den bösen Lichtern wegbringen.« Mit diesen Worten ging er wieder los, fast im Laufschritt, durch eine Art lange Gasse zwischen hohen Schilfbüscheln, und sie stolperten hinterdrein, so schnell sie konnten. Aber bald darauf blieb er jäh stehen und streckte bedenklich schnüffelnd die Nase in die Luft, als ob ihn irgendetwas störte oder beunruhigte. »Was soll das?« knurrte Sam, die Zeichen missverstehend. »Wozu schnüffeln? Der Gestank wirft mich fast um, auch wenn ich mir die Nase zuhalte.« »Du stinkst, der Chef stinkt, die ganze Gegend stinkt.« »Ja, und Sam stinkt«, zischte Gollum. »Der arme Smeagol riecht's auch, aber gute Smeagol erträgt's. Nützt, lieben Herrchen. Luft bewegt sich. Es ändert sich etwas. Gefällt's Smeagol nicht.« Er ging weiter, aber seine Unruhe wuchs. Und hin und wieder blieb er stehen und richtete sich hoch auf, reckte den Hals nach Osten und Süden. Eine Zeit lang konnten die Hobbits nichts von dem hören oder spüren, was ihm Sorgen machte. Dann plötzlich blieben sie alle drei stehen, rührten sich nicht und horchten. Frodo und Sam schien es, als hörten sie von weit her einen langgezogenen, klagenden Schrei, hoch und schrill und durch Mark und Bein dringend. Ein Schauder lief ihnen über den Rücken, im gleichen Augenblick wurde die Luftbewegung auch für sie unverkennbar und es wurde sehr kalt. Ein Geräusch wie von einem aus der Ferne heranziehenden Wind war zu hören, die Lichter im Nebel blagten, trübten sich und erloschen. Gollum wollte nicht weitergehen. Zitternd und in sich hineinkrabbelnd stand er da, bis der erste Windstoß sie traf, der zischend und fauchend über die Sümpfe fegte. Auf einmal war es nicht mehr so dunkel, hell genug, dass sie mehr oder weniger sehen konnten, wie formlose Nebelschwaden sich wirbelnd und schlingernd über sie hinweg und vorüberwälzten. Als sie hochblickten, sahen sie, wie die Wolken aufrissen und zerfransten, und hoch im Süden schimmerte der Mond durch die dahinfliegenden Fetzen. Bei seinem Anblick wurde den Hobbits für einen Moment das Herz leichter, Gollum aber duckte sich und stieß leise Flüche gegen die weiße Fratze aus. Dann, als Frodo und Sam die frischere Luft einatmend zum Himmel starrten, sahen sie es kommen. Eine kleine Wolke, von den verfluchten Bergen heranfegend, und ein schwarzer Schatten aus Mordor. Ein großes, drohendes Flügelwesen. Es glitt über den Mond und raste mit einem wüsten Schrei nach Westen davon, den Wind hinter sich lassend. Sie warfen sich flach hin, als könnten sie sich in dem kalten Boden verkriechen. Aber der fürchterliche Schatten schwenkte herum und kam zurück, nun in tieferem Flug direkt über sie hinweg, und fegte mit seinen scheußlichen Flügeln die letzten Sumpfdünste weg. Und schon war er wieder fort, flog heim nach Mordor, schnell wie Saurons Jähzorn, und hinter ihm drein brauste der Wind, die Totensümpfe kahl und stumpf zurücklassend. Soweit das Auge reichte, bis hin zu den von fern drohenden Bergen, war die nackte Einöde mit Tupfen von Mondschein auf den Tümpeln gesprenkelt. Frodo und Sam standen auf und rieben sich die Augen, wie Kinder, die aus einem bösen Traum erwachen und die Welt noch immer in friedliche Nacht gehüllt finden. Gollum aber lag wie betäubt am Boden. Mit Mühe brachten sie ihn wieder zur Besinnung, und eine ganze Weile wollte er den Kopf nicht heben, sondern blieb kniend auf die Ellenbogen gestützt, das Gesicht auf dem Boden und die breiten Hände über dem Hinterkopf. »Geister«, wimmerte er, »geflügelte Geister, der Schatz ist dir, Herr, die sehen alles.« »Nichts bleibt ihnen verborgen. Die verfluchte weiße Fratze. Und die sagen alles ihm. Er sieht, er weiß. Gollum, Gollum!« Erst als der Mond untergegangen war, weit im Westen hinter Tol Brandir, war er bereit aufzustehen und den Marsch fortzusetzen. Von da an glaubte Sam bei Gollum eine Veränderung zu bemerken. Er wurde schmeichlerischer und tat sehr freundlich,
Doch einige Male bemerkte Sam einen seltsamen Ausdruck in seinen Augen. Besonders wenn er Frodo ansah und mehr fiel er in seine alte Redeweise zurück. Und noch etwas machte Sam immer besorgter. Frodo schien erschöpft zu sein, zum Umfallen müde. Er sagte nichts, redete überhaupt fast gar nicht mehr und klagte nicht. Aber er schritt dahin, als trüge er eine immer schwerer werdende Last. Als es endlich Tag wurde, sahen die Hobbits überrascht, wie viel näher die unheilschwangeren Berge schon herangerückt waren. Die Luft war nun kälter und klarer, und die Wälle von Mordor, obwohl noch weit entfernt, waren nicht mehr nur eine umwölkte Drohung am äußersten Rand des Sichtfeldes, sondern blickten wie finstere Wachtürme über eine trostlose Einöde herüber. Die Sümpfe waren zu Ende und verloren sich in dürrem Torfboden und breiten Streifen trockenen, rissigen Schlamms. Vor ihnen stieg das Land in langen, flachen und erbarmungslos kahlen Hängen zu der Wüste an, die vor Saurons Tor gebreitet lag. Schließlich kam der fünfte Morgen, seit sie mit Gollum unterwegs waren. Sie machten wieder Halt. Dunkel reckte sich vor ihnen in der Dämmerung das große Gebirge bis zu einem Dach aus Rauch und Wolken empor. Am Fuß der Berge verstreut standen hohe Felsnadeln und zackige Hügel, von denen die nächsten kaum mehr ein Dutzend Meilen entfernt waren. Frodo graute es, als er umherblickte. So schrecklich die Totensümpfe und die Trockenmoore des Niemandslandes auch gewesen waren, dieses Land, das der heraufkriechende Tag nun seinen zurückschreckenden Augen enthüllte, war noch abscheulicher. Selbst im Teich der toten Gesichter würde ein blassgrüner Hauch von Frühling sich bemerkbar machen. Hier aber konnte es nie wieder Frühling oder Sommer werden. Hier war nichts, was lebte, nicht einmal die aussätzigen Gewächse, die sich von Verwestem nähren. Sie hatten das verwüstete Land vor den Toren von Mordor erreicht, ein bleibendes Denkmal für die finstere Arbeitswut seiner Sklaven, das noch fortbestehen sollte, als alle ihre Absichten längst vereitelt waren. Ein geschändetes Land, unheilbar krank, es sei denn, das große Meer bräche herein und überspülte es mit Wasser des Vergessens. »Mir wird schlecht«, sagte Sam. Frodo sagte nichts. Zu müde, um weiterzugehen, suchten sie nach einem Ruheplatz. Eine Weile saßen sie ohne zu reden im Schatten eines Schlackenhügels. Doch üble Dünste entströmten ihm, die ihnen würgend die Kehlen zuschnürten. Gollum ergriff als erster die Flucht. Spuckend und fluchend stand er auf, dann ohne ein Wort oder einen Blick zu den Hobbits, kroch er auf allen Vieren davon. Frodo und Sam krochen ihm nach, bis zu einer breiten, fast kreisrunden Grube mit hoher Böschung nach Westen. Sie war kalt und tot. Auf dem Grund ein stinkender Morast mit Lachen, öliger, bunt schillernder Brühe. In dieses üble Loch verkrochen sie sich und hofften in seinem Schatten dem wachsamen Auge zu entgehen. Sam erwachte plötzlich. Er glaubte, Frodo habe gerufen. Es war Abend. Frodo konnte nicht gerufen haben. Er war eingeschlafen und den Hang fast bis auf den Grund hinabgerutscht. Gollum war bei ihm. Für einen Moment dachte Sam, er versuche, Frodo zu wecken. Dann merkte er, dass er mit etwas anderem beschäftigt war. Gollum hielt ein Selbstgespräch. Sméagol trug einen Streit mit jemandem aus, der anderen Sinnes war, sich aber derselben Stimme bediente, obgleich mit mehr Pfeif- und Zischlauten. In seinen Augen wechselte, während er sprach, ein fahles mit einem grünlichen Licht. »Sméagol hat versprochen«, äußerte sich der Erste. »Ja, mein Schatz«, kam die Antwort. »Wir haben versprochen, unseren Schatz zu retten, damit er ihn nicht bekommt«, »nie und nimmer, aber er ist auf dem Weg zu ihm. Ja, kommt ihn näher mit jedem Schritt. Was hat der Hobbit damit vor, das möchten wir wissen.« »Ich weiß nicht, kann's nicht ändern. Schiff hat ihn. Sméagol hat versprochen, dem Schiff zu helfen.« »Ja, dem Schiff zu helfen. Dem Chef des Schatzes. Aber wenn wir der Chef wären, dann könnten wir uns selbst helfen, ja.« Und das Versprechen wäre gehalten. Aber Sméagol hat gesagt, er will sehr gut sein. Lieber Hobbit, hat Sméagol das böse Seil vom Bein abgenommen. Behandelt mich freundlich. Sehr gut, was, mein Schatz? Seien wir doch gut. Gut wie ein Fisch. Dem lieben Hobbit tun wir nichts. Natürlich nicht, nein. Aber der Schatz bürgt für das Versprechen, wandte Sméagols Stimme ein. »Dann nimm ihn doch«, zischte ihn die andere Stimme an. »Und wir halten es selbst. Dann sind wir Chef Gollum. Und der andere Hobbit, der gemeine Misstrauische, der soll vor uns kriechen. Aber nicht der liebe Hobbit? Nein, wenn er uns nicht beliebt. Trotzdem,
Er ist ein Beutlin, mein Schatz. Ein Beutlin hat ihn gestohlen, hat ihn gefunden und nichts gesagt. Kein Wort. Wir hassen Beutlins. Nein, nicht diesen Beutlin. Doch, jeden Beutlin. Alle, die den Schatz haben. Wir müssen ihn haben. Aber er wird es sehen. Er wird's erfahren. Er wird ihn uns wegnehmen. Er sieht es. Er weiß es. Er hat gehört, wie wir das dumme Versprechen gegeben haben. Müssen ihn nehmen. Geister suchen schon. Aber nicht für ihn. Siehst du, mein Schatz? Wenn wir ihn haben, können wir entkommen. Sogar ihm, was? Wir wollen ihn. Aber sie sind zu zweit. Sie werden zu schnell erwachen und uns töten, jammerte Smeargol in einem letzten Aufbäumen. Nicht jetzt. Noch nicht. Wir wollen ihn aber. Und hier trat eine lange Pause ein, als wäre ein neuer Gedanke aufgetaucht. Noch nicht wie? Vielleicht besser. Sie könnte helfen. Ja, das könnte sie. Nein, so nicht, klagte Smeargol. Doch, wir wollen ihn. Jedes Mal, wenn die zweite Stimme sprach, kroch Gollums langer Arm behutsam tastend zu Frodo hin, wurde aber mit einem Ruck wieder zurückgezogen, wenn Smeargol das Wort nahm. Schließlich schob er beide Arme, die langen Finger zuckend gekrümmt, zu Frodos Hals hin. Sam hatte ganz stillgelegen, fasziniert von diesem Selbstgespräch, dabei aber mit halbgeschlossenen Augen jede Bewegung Gollums genau beobachtet. In seinem schlichten Gemüt hatte er geglaubt, das Gefährlichste an Gollum sei gewöhnlicher Hunger, Appetit auf Hobbitfleisch. Nun begriff er, dass es nicht so war. Gollum spürte die entsetzliche Macht des Ringes. Er war natürlich der dunkle Herrscher. Wer aber war sie? Fragte sich Sam. Vermutlich irgendeine üble Kreatur, mit der sich der kleine Halunke auf seinen Wanderungen angefreundet hatte. Dann vergaß er die Frage, denn er hatte nun lange genug zugesehen und die Sache wurde allmählich gefährlich. Alle seine Glieder waren bleischwer, aber er überwand sich und setzte sich auf. Irgendetwas riet ihm, vorsichtig zu sein und nicht zu verraten, dass er das Selbstgespräch belauscht hatte. Er ließ einen lauten Seufzer los, gefolgt von einem gewaltigen Gähnen. Wie spät? Fragte er verschlafen. Gollum stieß ein langes Zischen durch die Zähne. Für einen Moment richtete er sich auf. Sprungbereit, drohend. Dann ließ er sich von überfallen und kroch auf allen Vieren die Böschung hinauf. »Liebe Hobbits, lieber Sam!« »Schlafmützen, ja, Schlafmützen. Lassen den guten Smeargol allein wachen. Aber es ist Abend. Dämmerung kriecht herein. Zeit zu gehen.« »Höchste Zeit. Zeit auch, dass wir uns von dir trennen.« Aber dann kam ihm Zweifel, ob es nicht ebenso gefährlich wäre, Gollum frei herumlaufen zu lassen, wie ihn bei sich zu behalten. Er stieg die Böschung hinunter und weckte Frodo. Seltsamerweise fühlte Frodo sich frisch und munter. Er hatte geträumt. Der Schatten hatte sich verzogen und ein schönes Traumgesicht war ihm erschienen, hier in diesem kranken, vergifteten Land. Nichts davon blieb ihm im Gedächtnis, dennoch hatte es ihn froh gestimmt und ihm war leichter ums Herz. Seine Bürde drückte ihn nicht mehr so schwer. Gollum begrüßte ihn mit hündischem Entzücken. Er gluckste und plapperte, schnalzte mit den langen Fingern und tätschelte Frodo die Knie. Frodo lächelte ihn an. »Lass das. Du warst uns ein guter und treuer Führer. Jetzt kommt die letzte Etappe. Bring uns zum Tor und dann brauchst du nicht weiter mitzugehen. Du kannst gehen, wohin du willst. Nur nicht zu unseren Feinden.« »Zum Tor, was?« kreischte Gollum, anscheinend überrascht und erschrocken. »Zum Tor, sagt Chef.« »Ja, sagt er. Und Smeargol, gut, wir tun, was Chef sagt. Oh ja. Aber wenn wir näher dran sind, werden wir es wohl sehen. Dann werden wir es sehen. Sieht überhaupt nicht nett aus. Oh nein.« »Nun geh schon«, befahl Sam. »Bringen wir es hinter uns.« In der hereinbrechenden Dämmerung kletterten sie aus der Grube und suchten sich ihren Weg durch das tote Land. Sie waren noch nicht weit gekommen, als sie von Neuem die Furcht spürten, die sie gepackt hatte, als die geflügelte Gestalt über die Sümpfe fegte. Sie hielten an, kauerten sich auf den übelriechenden Boden, aber am trüben Abendhimmel konnten sie nichts sehen, und bald zog die Gefahr vorbei, hoch über ihnen, vielleicht mit einem eiligen Auftrag aus Barad-dûr. Nach einer Weile stand Gollum auf und schlich weiter, zitternd und brabbelnd. Etwa eine Stunde nach Mitternacht spürten sie dieselbe Gefahr zum dritten Mal, doch diesmal schien sie entfernter zu sein, als stürme sie hoch über den Wolken mit furchtbarer Geschwindigkeit nach Westen. Gollum jedoch, vor Angst wie von Sinnen,
war überzeugt, sie würden gejagt und ihre Annäherung sei schon bemerkt worden. »Dreimal«, wimmerte er, »dreimal ist eine Drohung. Sie spüren uns hier. Sie spüren den Schatz. Der Schatz ist ihr Herr. Wir können hier nicht weiter. Nein, hat keinen Zweck.« Alles Bitten und gut Zureden half nicht mehr. Erst als Frodo ihn scharf anfuhr und die Hand an den Schwertgriff legte, fügte sich Gollum. Knurrend stand er endlich auf und trottete vor ihnen her wie ein geprügelter Hund. So stolperten sie weiter durch die müden letzten Stunden der Nacht, stumm und mit gesenkten Köpfen, dem Anbruch eines neuen gefahrvollen Tages entgegen, und sie sahen nichts und hörten nichts als den Wind, der ihnen um die Ohren pfiff.